Das war eine ganz schön enge Kiste hier. Aber lustig war es. So, dann packen wir mal hier noch ein paar Sachen in die Verkaufskiste. Das da und dies da. Haben wir es? Mein Fahrrad hab ich mit. Dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt zum Trader und auf geht's zur nächsten Quest. Wir wollen ja hier in den Quests mal ein bisschen vorankommen. Dass wir mal schwierigere Gebäude kriegen und besseren Loot. Gott, freue ich mich auf mein Motorrad, ey. Allein das ist schon das Nächste, dass ich hier nachher irgendwann mir mein Motorrad bauen kann. Da bin ich. Ich bräuchte, was brauche ich denn? Natürliches Antibiotikum. Das wäre natürlich cool. Klauenhammer, Stahl. Komm. Antibiotikum. Was hast du denn als nächstes, was schnell geht? Befallende beseitigt. Was ist das denn? Wollen wir das mal ausprobieren? Komm. Hey, Jerk, you need some work or what? Ah. Zombie-Nest. Der Standort ist entscheidend für das Überleben. Vernichte die Zombies. Da sind noch mehr. Sie bewegen sich schneller und sind schwerer zu töten. Sie bewegen sich schneller, ist schon mal nicht so einfach. Und okay. Oh, ja, komm. It's a deal. Disappoint me and you'll find yourself on the wrong end of the road. Ich weiß selbst nicht, was mich da erwartet. Habe ich noch nie gespielt. Lass uns mal überraschen. Ich bin auch gespannt. Allein die Tatsache, dass es da draußen ist, ist nicht so lustig, glaube ich. Aber was soll schon passieren? Ich habe Munition. Wird schon schief gehen. Und es ist ja auch nur ein kleines Haus. Also wird schon. Aber den Stuff hier. Naja. Briefkasten nehmen wir mal noch mit. Gucken wir uns das Haus mal an. Damit wir wissen, auf was wir uns hier einlassen. Da ist ein Baumstumpf. So, jetzt nicht schon die Quest annehmen. Wie man sieht, darf man hier wieder von unten nach oben. Vielleicht haben wir sogar Glück und finden noch was zu essen, aber... Spannend. Natürlich ist es verschlossen. Offensichtlich war da aber auch schon mal jemand zugange. So, gucken wir mal, was mich hier so orientierungsmäßig erwartet. Holz. Och Gott. Aber gut zu wissen, dass da schon mal so ein Ding ist. Yeah, High Power 9mm. Haha. Das ist doch was für mich. Ich sollte mal die Pfeile wechseln. Ist da was?
Eine versteckte Zone. So, da geht's schon los. Ich bin durstig. Habe ich mir eigentlich was zu trinken mitgenommen? Ich meine nicht, ne? Bitte lass mich was zu trinken finden. Natürlich nicht. Ja. Was haben wir hier? Ist das Zement? Jawohl. Wir müssen ja mal an unsere Base denken. Ich brauche Zement und perspektivisch auch Holz. Also denkt an diese Dinger. Das ist auf jeden Fall ein sehr schneller Holzlieferant. Das geht um einiges schneller, als wenn ihr Bäume fällt. Deswegen nehme ich die jetzt auch einfach mal stumpf mit. Natürlich habe ich nichts zu trinken dabei. Wahrscheinlich werde ich echt noch mal nach Hause müssen, um mir was zu trinken zu holen. Da ich natürlich hier nichts finden werde. Ah, säubere das Gebiet. Das heißt, ich muss hier wirklich jeden einzelnen umnieten. Die Tür ist verschlossen. Gefühlt sind die aber auch schon schneller hier. Kein sauberes Trinkglas. Ich hätte gerne eine Dose oder so. Wo ich irgendwie was zu trinken mit da drin hätte. Nein, natürlich nicht. Dann gucken wir mal, was oben auf mich wartet. Ach, guck. Boah, das ist aber fies. Das ist aber eine fiese Vorrichtung hier, direkt dahinter. Da liegt einer. Und hier wird da auch noch jemand stecken. Ach, zwei. Ja gut, sieht aber erstmal relativ überschaubar aus, muss ich sagen. Also nichts, was man nicht schaffen könnte. Vielleicht habe ich ja Glück und ich habe hier was zu trinken bei. Sieht nicht so unbedingt danach aus. Aber ich habe das Zeug hier abgegrast. Hat doch was. Gut. Dann würde ich sagen, nochmal schnell. Achso, gibt's hier? Wahrscheinlich nur, wenn die Quest ist. Ah, nee, doch. Guck. Das ist echt doof, dass ich hier keinen Trinken hier habe. Muss halt dann ohne gehen. Kann ich jetzt nicht ändern. Elektrische Handwerksfähigkeiten. Ja, gut. Schnapp deine Ziele. Zoom kostet 15% weniger Ausdauer. Das ist richtig gut. Medizinische Handwerksfähigkeiten ist auch klasse. Packen wir hier mal so ein paar Sachen rein, die ich hier eh nicht gebrauchen kann. Ja, komm, zerlegen. Nimmt eh nur Platz weg. Ist, glaube ich, okay. Dann parken wir das mal einen Moment hier um. Und starten mal die Quest. Weil ich meine, ich habe jetzt alles hier erwischt. Alter, ich bin gespannt, was mich hier erwartet. Bitte lass mich Honig finden. Bitte, bitte, bitte. Nein, kein Honig. Schlagringe. Okay. 105 kann man mal lassen. So, Kumpel, ich kann mich hier nicht allzu weit wegbewegen. Muss schon mir etwas entgegenkommen. So. Dann säubern wir mal das Gebiet. Ich bin gespannt.
Papier, na super. So, haben wir alles geladen? Die tatsächlich nicht. Schaufel. Das sollte doch ganz gut sein. Ist geladen. Ist geladen. Haben wir auch. Auf geht's. Na komm. Okay, war der jetzt so viel schwerer? Ich meine nicht. Wow, au, au, au. Ich dachte, jetzt kommt hier die fette Homizordenmasse oder irgendwie Untote, sonstige Art. Oh, cool. Das sind ja nur ganz normale Zombies. Oh, und ich dachte hier sonst was. Aber wer weiß... Vielleicht kommen die, wenn oben der geile Stuff ist, kommt da der Obermonster-Boss oder sowas. Weiß man ja alles nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Wah! Die ist auf jeden Fall schneller als sonst. Feral! Ah, okay. Ja, und hier können auch einiges mehr ab. Scheiße, keine Ausdauer mehr. Nein! Puh. Glück gehabt. Nur eine so eine Feral-Troller kann ich mir leisten. Oh. Meine Güte. Lass mich raten, dann werden oben wirklich so Feral-Leute da sein. Und dadurch, dass ich jetzt hier durstig bin und weniger Ausdauer habe... Ist das natürlich doppelt fies. Aber hey, ich habe ja noch eine Chance. Vielleicht finde ich ja doch noch was zu trinken oder so. Ups. Shit. Naja. Glück gehabt. Okay, das war jetzt aber easy hier. Juhu, Medizinschrank. Mit haufenweise... Vitamine, aber kein Antibiotikum. So, jetzt bitte hier eine Dose mit trinken. Nee, nur was zu essen. Na gut, ist auch nicht verkehrt, aber... Ach, wie man es macht, ist immer falsch, ne? Gut, dann essen wir noch schnell was. Haben wir schon mal einen Slot weniger und nebenbei ein bisschen Nahrung. Und Heilung. Und einfach vom Gefühl her... Ah, ein Feral Kriecher. Süß. Ey, ich bin wirklich geschlichen. Kann das denn sein? Ah, guck, da sind ja noch andere. Ein paar mehr diesmal. Naja, ich soll ja auch hier irgendwie Besessene beseitigen. Das war's schon. Och Gott, und ich denke hier sonst was. Ja, läuft. Das war wirklich easy. Oh, und eine extra Munitionskiste. Ja, cool. Ja, meins. Oh, und eine Bücherkiste. Perfekt. Yay,
und ich bin heillos überladen. Ah, willkommen in meiner Welt. Oh Mann. Okay. Medizin kann ich noch nehmen. Und diesen Mod müsste ich eigentlich mal durch den Oh, zwei brennende Mods. Ja, machen wir das doch mal so. Das war doch mal erfolgreich. Und jetzt wissen wir, dass befallene Feral-Zombies sind. Und es ist 19 Uhr, das heißt, wir schaffen das direkt noch bis zum Trader und dann wieder zurück. Wo ist mein Drahteselchen? Schneller, schneller. Und ab nach Hause. Oh, das müssen wir hier noch mitnehmen. Wenn ich den Platz hätte, echt jetzt? Ah, guck mal, ich habe was zu futtern. Nahrung. Brauche ich tatsächlich. Ich glaube, ich muss irgendwie meine Sichtreichweite hier ändern, weil die Nester, die erscheinen bei mir immer so in dem allerletzten Moment. So wie das da. Das hätte ich längst sehen müssen. Das ist voll nervig. So, das heißt aber, ich habe mein allerletztes Antibiotikum verbraucht und irgendwie wäre jetzt so ein Baumstumpf ganz hilfreich. Oder alternativ ein etwas beim Trader. Ey, guck dir das an. Gefühlte 3 Meter und ich sehe das Nest erst jetzt. Das ist ja viel zu kleiner Radius hier. Baumstümpfe gibt es ja auch keine. Da muss ich auch noch mal rein. Aber nicht jetzt. Ich will mein Stuff hier noch loswerden. Und ich muss dringend was trinken. Oh, sehe ich da etwa einen Baumstumpf? Okay, ich muss dahin. Nun beweg dich. Mein Gott, du hast nur ein bisschen zu wenig Wasser. Du tust ja hier so melodramatisch. Ich bin nicht mal in der Wüste. Honig! Ich glaub das nicht. Honig, Honig, Honig. Hier, zerlegen. Honig. Ein Glück. Wo fahre ich denn hier? Oh nein, ich bin ja völlig in der falschen Richtung. Aber gut, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich jetzt auch mir die Kiste holen. Ah. Okay, was zu trinken. Perfekt. Das kann weg. Kann noch weg. Ja, komm, die eine Kartoffel weg. Das kann auch weg. Kann ich irgendwas davon mitnehmen? Nee. So, jetzt aber hier zacki zacki nach Hause. Dass ich auch immer so vom Weg abkomme, ey. Kann mir das gar nicht erklären. Noch ein Baumstumpf. Vielleicht habe ich ja Glück. Nee. Ausnahmsweise mal nicht. Aber gut, ich kann ja nicht immer Glück haben. So, nun komm. Du hast jetzt hier was getrunken. Nett. Hurtig, hurtig. Wo ist denn der Trader hier? So, jetzt gucken wir, dass wir die Sachen mitnehmen, die ich eh wieder verkaufen will. Das kommt weg. Hopp, hopp, hopp. Bisschen schneller. Time is money. Was hättest du denn jetzt?
Ziel in die Mitte deines Ziels und wirst öfter treffen. Waffen verursachen 10% mehr Schaden. Gut, wäre natürlich auch eine schicke Sache. Munition ist natürlich auch immer gut. Komm, ich nehme Munition. Hast du noch irgendwelche Aufgaben? Abholen. I've got work, if you don't mind. Ja, nehmen wir. Und nebenbei verkaufen wir nochmal das eine oder andere. Das und das. Dann gucken wir mal, was hier drin ist. Erntewerkzeuge und Fahrzeugfertigung. Und hier. Handfeuerwaffen. Ja, okay, aber die ist jetzt hier echt Schrott irgendwie, ne? Also ja, die zielt zwar besser, aber jetzt so toll ist. Naja, sagen wir mal so. Verkaufen kann ich es immer noch. Jo, ich bin ja schon weg. Ab nach Hause. Das war doch erfolgreich. Nebenbei fahren wir direkt in die Richtung, wo wir eh hin müssen. Wo ist meine Base? Oh, guck. Direkt daneben, als ob ich es gewusst hätte. Das ist doch prima. Dann ist der Weg nicht so weit, wenn ich denn zu Hause bin. Direkt nebenan gegenüber, ne? Ja. Ja, läuft doch. Das nehmen wir mal mit. Haben wir hier noch was? Nee, da noch was auch nicht. Dann, na, stell dich nicht so an hier. Ey, naja, kann ich mir gerade so leisten. Ja, ich würde sagen, das war Tag 8 von meiner Reihe 7 Days to Die mit der Alpha 21 Experimental. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und ja, oft, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.